weiter geht's. Was machen wir als nächstes? Wir müssen auf alle Fälle unseren Schiffsdesigner nochmal aufrufen, weil wir ja hier die Schwarmraketen haben für den M-Slot. Und die müssen wir natürlich einsetzen. Ich würde es jetzt mal hier bei 3 machen. Und ich würde die auch bei Schlachtschiff, bei Zerstörer. Hä, wo habe ich denn das jetzt gerade gemacht? Beim Schlachtschiff, ne? Genau, beim Kreuzer. Da geht das ja auch. Wie ist denn hier überhaupt der Schaden? 8 bis 12. Sehr wenig Schaden. Die Abklingzeit ist um die Hälfte verringert. Reichweite ist etwas kürzer. Also ich sage mal, täglicher Durchschnittsschaden ist knapp die Hälfte. Aber vielleicht gehen dann auch mehr durch. Das heißt, wir ersetzen hier natürlich nicht alles. Hier vielleicht nur die beiden. Beim Zerstörer können wir vielleicht einen noch ersetzen. Oh, da haben wir gar keinen M-Slot. Dann hat sich das erledigt. Und hier haben wir auch keinen M-Slot. Gut. Upgrade nochmal für 100 Mineralien. Ja, nicht so schlimm. Admiral ist gestorben. Den haben wir schon ausgetauscht. System Survey complete. Construction complete. Man könnte jetzt hier wahrscheinlich Tage damit verbringen, nochmal alle Planetensysteme zu optimieren, was wir gerade alles brauchen und so weiter. Aber das spare ich euch jetzt erst. Momentan passiert sowieso nicht recht viel. Aber hier ja, müssen wir einfach ein bisschen schauen, vorwärts zu kommen. Wir haben jetzt 20.000 bei der Militärflotte. Wie sieht es denn hier aus bei euch? Unterlegen. Die sind uns noch ebenbürtig. Erbärmlich. United Gox sind uns noch ebenbürtig, aber wir haben ja noch jede Menge Puffer. Hier können wir noch aufrüsten, genauso hier bei den Energy Credits. Wir müssen nur schauen, wenn ich die Flotte mal aus dem Orbit nehme. Hier drüben. Wie sich das auswirkt auf unsere... Jetzt sind wir bei 34. Wie viel waren es zuvor? Wow, okay. Von plus 90 auf plus 34 geht das runter. Das heißt, wir haben nur noch 34 Energy Credits, um hier weiter unsere Flotte auszubauen. Ich möchte dann nämlich nicht ins Minus gelangen, wenn es denn so weit kommen sollte zum Krieg. Und wir, oh, jetzt erhalten wir nochmal mehr Energy Credits, weil der Gebäudeunterhalt um minus 10% reduziert wird. Und sind jetzt bei 103. Sehr gut, sehr gut. Und wir können einen weiteren Aufstiegsvorteil wählen. Und zwar ist hier ein neuer dazugekommen, genau, die organisierte Evolution. Unsere genetische Bestimmung in den Händen der Natur zu lassen, ist ein ineffizienter und entsetzlich langsamer Prozess. Warum sollten wir die Zukunft unserer Spezies nicht auf Touren bringen? Eigenschaftspunkte plus 2, Kosten für Spezialprojekt Spezies modifizieren minus 50%, erlangte Technologie, Forschungsoption, Gensaatgutreinigung. Und das hier brauchen wir, um die zweite Stufe freizuschalten, damit wir später dann ja, unsere Gegner integrieren können in die Schwarmintelligenz. Freischaltung der Station Habitat wäre auch super. Dadurch könnten wir auf Planeten nochmal so kleine Kolonien erstellen, die normalerweise nicht besiedelbar sind.
Und die anderen sind, glaube ich, gleich geblieben. Die kennen wir schon. Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt die organisierte Evolution. Wow, ganz schön laut. Manchmal braucht die Evolution einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Wir sind nun in der Lage, unsere Körper und Gedanken durch genetische Modifizierung so anzupassen, dass wir mit den sich immer rasanter veränderten Umweltbedingungen Schritt halten können. Hervorragend. Gut. Wie lange bis zur nächsten Tradition? 70 Monate. Und unsere Kolonie ist fertig. Soweit. Die automatisch ja jetzt zum anderen System dazugehört. Genau. Das heißt, wir können hier gar nicht viel machen. Der kümmert sich jetzt wieder selbstständig um die Verwaltung. Aber einen Raumhafen bauen wir dir. Gut. Wir haben noch 3 Mineralien. Das ist nicht viel. Construction complete. Wir bauen weitere. Ja, das war so klar. Das war so klar. Wer erklärt uns den Krieg? Foundation of Matal. Das ist eine Kriegserklärung. Euer Reich wird der schicksalhaften Bestimmung des Foundation of Matals nicht im Wege stehen. Und jetzt muss ich mal aufpassen. Und gut, Vendros, dass du gerade im Chat bist, weil du ja beim letzten Mal gesagt hast, ich kann hier irgendwas wählen. Ich sehe gerade hier die Forderungen. Foundation of Matal fordert Planetabtreten Wichix. Ist der hier oben irgendwo? Ja, ja, zu dem kommen wir gleich. Wichix. Wo ist denn der Planetmensch? Unar. Kann ich dich denn nicht irgendwie verkleinern hier, Mensch? Wo finde ich denn den? Im Besitz von Debadorian Warrior Clan. Ah, okay, das ist einer von denen hier. Dann befreien Debadorian Warrior Clan und Tributnation erstellen Hierarchy of Ferragon. Jetzt geht's aber los. Und jetzt schauen wir uns mal die Foundation of Matal an. Nicht so. Das sind die hier oben. Die sind uns ebenbürtig. Und es ist auch wirklich nur jetzt hier die eine Zivilisation, die uns angreift. So, und wo kann ich jetzt hier eigene Forderungen festlegen? Kannst du mir das sagen? Ach, hier oben? Wie doof ist das denn angeordnet, Mensch? Da habe ich beim letzten Mal natürlich nur auf OK geklickt. Aber ich kann hier oben... Oh. Ja. Was machen wir denn mit dir, Mensch? Ich würde gern das Fenster irgendwo wegmachen, weil ich nichts sehe. Ich sehe hier gar nichts, Mensch. Wir könnten ja Planeten... Oh, hat der hier... Eieiei, hat der hier... Wir könnten ihn, können wir ihn zum Vasall machen. Wahrscheinlich ist er zu groß, oder? Grenzaußenposten vasalisieren. Von United Gox. Wieso denn United? Ah, United Gox ist jetzt hier mit im Krieg. Okay. United Gox ist mit im Krieg. Können die einfach hier zu zweit angreifen? Wie unfair ist das denn? Wie unfair ist das denn, Mensch? Können die zu zweit hier angreifen? Der ist auch ebenbürtig. Eieieiei, das wird aber jetzt schwierig, Mensch. Okay. Forderung. Ich schaue nochmal hier. Wir können nur Forderungen stellen, die auf maximal 100 gehen, oder? Das heißt, ich kann hier
Ja, kann ich nicht machen, Vasalisierung. Hier auch nicht. Verdammt. Ich könnte Planet abtreten machen, aber dann habe ich wieder das Problem. Kann ich im Nachhinein die Planeten, die ich via Planet abtreten... Oh, ich kann ja... Ah, Moment. Haha. Richtig. Ich kann ja die Planeten dann abtreten an Hierarchy of Ferragon oder Tibadorian Warrior Clan. Yep, genau. Da hast du recht. Das heißt, welche liegen denn hier in der Nähe? Hier zum Beispiel Kanam. 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 Kanam, hier ist er. Und zwar für Ferragon. Dann Aesir. Ganz schön aufwendig hier alle Planeten jetzt durchzugehen. Aesir. Wie ist er denn? Wie heißt er denn? Aesir. Na, wo ist er denn? Der Aesir. Heißt der vielleicht gar nicht Aesir? Der heißt Zichash. Zichash. Ich bin... Ah, hier steht ja Aesir, Mensch. Total blind hier. Dann... Ah, das blöde Fenster. Sobald ich hier jetzt das Fenster zumache, kann ich keine Forderungen mehr setzen, oder? Wenn ich hier das Kriegserklärungsfenster zumache. Ah, doof. Dann haben wir hier drüben Nikanda. Nikanda. Die kriegt der Tibadorian und Xarmaton. Kriegt auch Tibadorian. Wir sind jetzt bei 44. Dann noch Korophon. Ich mache mir hier wahrscheinlich ewig viel Mühe und habe nicht den Hauch eine Chance hier irgendwie zu siegen. Wir könnten die hier auch noch Quirbus und Marfal für Quirbus und Marfal für Ferragon. Quirbus. Quirbus. Ja, ich denke mal, so lassen wir es erst einmal. Forderungen festlegen. 3 und 4 Planeten. Und für mich gerade extra noch demütigen. Dann bekommen wir nämlich Punkte, Einflusspunkte. Die können wir gebrauchen. Habe ich was vergessen? Tributnation? Nee, 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 das klappt alles nicht. Okay. Forderung festlegen. Okay. Krieg begonnen. So. Die Hierarchie of Ferragon und Tibadorian müssen ja auch mitkämpfen. Ah, hier, ich glaube, ja, hier sieht man schon leicht, dass wir etwas linkslastig sind. Wir müssen unseren Schwarm an die Grenzen hier hochbringen. Am besten hier her zur Wurmlochstation. Gleichzeitig bauen wir hier gar nichts, weil wir keine Mineralien haben. Aber wir holen uns nochmal 1000. Für 2000 Credits. Yep, genau das habe ich vor. Beim letzten Mal hat das ja nicht so gut geklappt. Da wurde unsere Flotte komplett
zweimal aufgerieben, weil wir nicht aufgepasst haben. Was brauchen wir denn noch? Was wäre denn gut, Mensch? Vielleicht noch ein paar Kreuzer. Wird knapp. Lieber ein paar Zerstörer. Gut, los geht's. Auf in den Krieg. Treue Gefährten. Construction complete. Unsere Transportflotte holen wir auch hierher. Ich bin gespannt, wo er anfängt reinzuspringen. Ich hoffe jetzt nicht hier irgendwo beim Vasallen. System Survey complete. Oder hier drüben. Du musst dann natürlich dich schon noch gruppieren hier. Flieg dem mal nach. Research complete. Nochmal ein Zerstörer. Die schicken wir alle nach. Wir können pitarantischer Staub abbauen. Gibt es den hier irgendwo? Egal, wir haben jetzt keine Zeit für den Quatsch hier. Ermöglicht Abbau von Engos-Dampf, Bewohnbarkeit plus 5. Günstigere Kriegsforderungen wäre jetzt auch gar nicht schlecht gewesen. Gen-Saatgutreinigung. Ah, okay. Gen-Soldaten-Armee. Aha, ja, können wir auch mal machen. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Keine Fehler machen. System Survey complete. Wo springt er rein? Wir könnten ihn ja schon mal ein bisschen ärgern hier. Oh, hier ist er. Mit 15.000. Wir müssen ihm dann natürlich hier zu Hilfe kommen. 15.000. Wer färbt denn seine Flotte hier violett? Wie sieht das denn aus? Da kann man ja nur verlieren. Du natürlich hier noch gruppieren. Flieg dem nach. Wir brauchen relativ lange. Oh, oder auch nicht. Wir sind bereits hier. Und er greift jetzt hier an. Und zwar hier die Flotte. Das heißt, wir haben hier nochmal 1700 Militärpunkte. Oh, da ist die auch schon Geschichte. Hat nicht viel gebracht. Aber jetzt 20 gegen 15.000. Los geht's. Was ist denn jetzt los? Wieso zuckelt das jetzt so? Ja, das klappt doch. Das sehe ich doch von hier. Oder? Construction complete. Construction complete. Die halten sich relativ wacker, muss ich sagen. Special project complete. Ja, jetzt kommt auch noch ein Spezialprojekt. Nach einer intensiven Suche mit einer Flotte von Mini-U-Booten auf dem Meeresboden von Beta Hive hat es die Besatzung der FSC-Kadron endlich geschafft, das schwer zu fassende Ziel ihrer Suche zu stellen, einen lebendigen Tarblak. Diese schimmernde Kreatur verteidigt sich mit schwachen psionischen Signalen, die in den meisten organischen Wesen ein Gefühl der Angst hervorrufen. Sie wurden in einem speziellen Wassertank, der ihre natürliche Umgebung simuliert, an Bord des Forschungsschiffs gebracht. Die Besatzungsmitglieder der FSC-Kadron 2, die mit dem Tarblak in direkten Kontakt gekommen sind, werden zwar eine intensive Therapie benötigen, insgesamt gesehen, aber war die Mission ein Erfolg. Jawohl, hervorragend. Ein Alien-Exemplar eingesammelt, 250 Sozialforschung. Unsere Schilde halten relativ gut. Aber hallo hier. Hohoho, yes. Handelsangebot. Ich dachte schon, jetzt wird schon ein Friedensangebot kommen. Hierarchia Ferragan, Sternkarten bekommst du natürlich, mein getreuer Vasall. Wir vernichten hier die kleine Militärmacht noch und bewegen uns gleich, würde ich sagen, vielleicht sogar hier in ein System und machen etwas Rabatz. Wieso sind wir jetzt bei minus 2? Wieso ist hier nicht, wird das noch aktualisiert vielleicht? System Survey complete. Situation log update. Jetzt sind wir bei 0. Ah, gegen die hat er schon verloren, deshalb. Gegen den Vasallen.
können wir dem Vasallen nicht sagen, dass er hier, sich hier uns anschließen soll. Wir bauen weiter noch ein paar Korvetten und er fliegt jetzt zum Reparieren, sehr gut. Wo wird der denn repariert? Hier? Vor Ort oder wo? Oder? Wie sieht es denn jetzt aus? Der ist immer noch ebenbürtig. ...66, das dauert ja drei Ewigkeit und drei Tage. Wirklich so lange dauert das zu reparieren? 66%. Das kann doch nicht sein. Ha. Construction complete. Da verzichte ich doch aufs Reparieren, Mensch. Wir warten noch ab, bis hier die alle ankommen. 67%. Ne. Construction complete. Da warten wir ab. Ich denke mal, wir haben die erste große Welle relativ gut überstanden, oder? Unser Transportflotte. Wo ist die? Die ist hier oben. Ach du Kacke, hier kommen ja nochmal 14.000. Ja, so weit jetzt hier zur ersten Welle. Wird schwierig. Wo ist er denn hingesprungen? Hierher. Hat er nochmal 14.000, Mensch. Huh. Bleib du mal. Nein, 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 nein. Wo sind denn unsere... Wo ist denn unsere andere Flotte her? Die kommt gerade rein. Okay. Dann bleib du doch mal hier. Jetzt... Was ist denn hier los? Wieso kommen die denn jetzt alle einzeln hier rein? Nein, 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 so funktioniert das nicht. Ja, der eine ist jetzt verloren. Ah. Jetzt ist sie da. Ja. Ich sehe da, was ist denn jetzt wieder? Ich sehe da relativ dunkelschwarz momentan. Sind jetzt andere Schiffe, wahrscheinlich vom anderen. Schießt uns... Wow! Okay. Das sieht nicht gut aus. Da hatten wir ja gar keine Chance. Ja, das war's dann wohl. Eieieiei. Was hat der denn hier für eine Flotte gehabt, Mensch? Ach du Kacke. Ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich noch so viel bauen, da kommen wir niemals heran. Es war einfach zu viel. Ich denke mal, wir haben hier verloren. Wir holen die Transportflotte zurück in unser System.
Menno, Mensch. Da können wir doch gleich aufgeben dann. Was hat der jetzt nochmal gefordert hier? Den Wichix abtreten, Tributnation erstellen, Hierarchie of Ferragon, die fallen dann weg und befreien von dem Clan. Das heißt, der Bereich hier oben fällt uns komplett raus. Der hat hier oben nochmal 10.000. Ja, okay. Das denke ich mal, war es dann. Dann hat er insgesamt, wie viel hat er denn gehabt? 30.000, 40.000? Ja. Da sind unsere Vasallen dann wohl. Plasmaflotten, sagt mir jetzt nichts, aber hat ordentlich bei uns Schaden gemacht. Da haben wir kein Land gesehen. Und ich würde sagen, wir geben jetzt lieber auf, bevor die uns hier noch weitere Systeme zerstören. Denke mal, dass Weißer Frieden vielleicht. Da wird er wahrscheinlich nur lachen. Oh, wir haben bereits eine Station, eine Wurmlochstation. Ja, inakzeptabel verloren. Welche war die? Die hier oben vielleicht? Oder die hier? Ja, okay. Also, dann, wie kann ich denn hier klein beigeben? Ah, Kapitulation. Ach so, ich könnte, okay, nur einen Teil abtreten, aber das wollen die nicht. Das wollen die nicht. Oh, Moment mal. Es würde sogar gehen, wenn wir nur den Planeten abtreten und Thebadon Warrior wird befreit. Das heißt, Ferragon würde uns bleiben. Können wir hier noch anders, nee. Anders geht nicht. Also, wenn wir nur die beiden nehmen, dann würden die auch akzeptieren. Ja, dann bleibt uns wenigstens Ferragon. Ja, das war's. Ah, das wird aber hier nochmal Konsequenzen haben. Ja, jetzt kommt nochmal ein Special Project rein. Tassagoid gefangen. Der Tassagoid ist ein extrem tödliches Raubtier, das seiner Beute nachts im dichten Dschungel von Ziff 1a nachstellt, sie mit Elektroschocks lähmt und ihr dann das Gehirn mit seinem röhrenartigen Mund heraussagt. Leider fielen drei Besatzungsmitglieder der FS Seeker Drone 2 diesen Kreaturen zum Opfer, bevor ein Exemplar gefangen werden konnte. Das Museum für Exobiologie auf Halfa Alf wird einen seiner Flügel nach diesen tapferen Offizieren umbenennen, um ihr Opfer zu ehren. Ja, da haben die nicht mehr viel davon. Und jetzt müsste das doch irgendwo wegfallen, oder? Vielleicht erst nächsten Monat? Ach, die hatten noch nicht angenommen. Okay, und jetzt kommen wir natürlich in das Spezialprojekt nicht mehr rein. Ah, können wir mit euch vielleicht verhandeln, die Grenzen zu öffnen? Hm, schade, schade, schade. Und ich dachte ja, jetzt ist die FS Seeker Drone wieder vermisst. Bis 2317. Und ich dachte ja, wir hätten bereits eine riesige Flotte. Aber da habe ich ja komplett falsch gelegen hier. Aber sowas von. Haben wir jetzt das Projekt auch nicht wegbekommen? Tassagoiden, doch. Weil hier noch immer steht, die mächtigen Tassagoiden. Oh, diese Schweine. Das gibt Rache. Ja, und wir können mit dem Aufbau unserer Flotte wieder komplett
von vorne anfangen. Wir geben dir hier im System noch was dazu. Das darf doch nicht wahr sein, Mensch. Da habe ich jetzt aber wieder ordentlich einen Dämpfer bekommen. Hier oben wurde der Außenposten gebaut. Das heißt, wir können hier Terraforming machen. Was gibt es denn hier? Feldproduktion, Mineralien plus 25 plus 10. Okay, zweimal gleich. Terraforming, Ozeanwelt. Wer ist denn gestorben? Ah, Niederlage. Und der Admiral ist auch gestorben. Ja, klar, weil ja die Flotte vernichtet wurde. Ich bin enttäuscht. Ich dachte wirklich, wir hätten hier eine gute Flotte im Anmarsch. Und ja. Fessani Kollektiv, Hierarchio Ferragon, monatlich Terraforming Gase. Baukosten Terraforming minus 25%. Okay. Gibt Mineralien 353. Energy Credits, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wir können es uns leisten. Ah! Foundation of Matal United Gox Alignment. Ihr beiden werdet die ersten sein, die wir uns schnappen werden. Ohne Wenn und Aber. Machen die Grenzen nicht auf. Okay, dann machen wir die auch wieder zu, Mensch. Wenn wir die Flotte aufgebaut haben, dann aber, Freunde. Herber Verlust war das gerade eben.